Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns im zweiten Video der Vorlesungsreihe zur Biodiversität und letztens haben wir uns mit den Grundsätzen der Biodiversität befasst, also mit der Frage, was ist überhaupt Biodiversität, und sind schon so weit gegangen, dass wir wirklich extrem grob schon mal bei den Domänen ein bisschen eine Einteilung vorgenommen haben. Und ja, genauso machen wir jetzt weiter. Wir sind jetzt bei den Eukaryoten und ja, diese Wesen mit echten Zellkernen werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und nähern uns damit auch immer weiter unserem eigentlichen Ziel, zu sehen, wie wir eigentlich vom Punkt X, wo das Leben begann, zum Menschen hingelangt sind. Und von da ausgehend werden wir das dann ein bisschen weiter ausbauen. Aber erst einmal müssen wir wirklich diesen Weg von der Wurzel des Baumes bis halt zu unserem kleinen dünnen Zweig nehmen, der da irgendwo oben ist. Wie gehen wir heute vor? Wir werden uns mit der Taxonomie, also der Einteilung der Eukaryoten, befassen. Das wird dann sein unter Punkt 2 die Amorphea, 3 die Diaphoretikes, 4 die Excavata, 5 die Cryptophyceen, 6 die Centrohelida, 7 die Haptophyta, 8 die Telonemia, 9 Camara und 10 die Picozoa. Ja, ihr seht, mehr schaffen wir heute nicht. Wir werden also wirklich nur die Unterteilung der Domänen der Eukaryoten vornehmen. Und wenn wir uns der Taxonomie widmen, dann müssen wir erstmal sagen, dass die Domänen der Eukaryoten Tiere, Pflanzen, Pilze und viele, viele weitere bekannte Gruppen umfasst. Die Eukaryoten sind damit also quasi die kladistische Gruppe, die uns am ehesten geläufig ist, weil wir, ja, ich sag mal, aus unserem normalen Leben diese am ehesten erkennen. Es erfolgte im Jahr 2012 ja eine taxonomische Neugliederung, das heißt, die Gruppen wurden alle ein bisschen umgeschmissen. Es wurde jetzt dann auch noch beachtet, dass genetische Untersuchungen mit eingeflossen sind und man hat dementsprechend natürlich verschiedene Organismengruppen neu zuordnen müssen. Und anhand dieser taxonomischen Gliederung teilen sich die Eukaryoten in die Amorphea, die noch keinen Rang erhalten haben, ebenso die Diaphoretikes, die auch noch keinen Rang haben, als auch die Excavata, die Haptophyta, die Camara, die, da kann man schon mal sagen, das wird oder ist eine Gattung, die Picozoa, das ist ein Stamm, die Cryptophyceen, eine Klasse, und die Centrohelida, die auch eine Klasse sind. Dann haben wir auch die Telonemia, das ist wiederum ein Stamm. Und ihr seht bei meiner Darstellung hier, die oben abgebildeten drei Gruppen haben einen dicken Pfeil. Die unten sind gestrichelt. Das habe ich so gemacht, um euch darzustellen, die, wo der dicke Pfeil ist, da ist man sich bei der Zuordnung relativ sicher, kann wirklich sagen, okay, die werden wahrscheinlich eine sichere taxonomische Untergruppe der Eukaryoten sein. Bei den anderen sechs Gruppen gibt es da noch Unstimmigkeiten. Verschiedene Systeme ordnen dort verschiedene Organismen zu. Und daher ist die Stellung dort noch unsicher. Daher dieser gestrichelte Pfeil, das kann sich noch ändern. Wird allerdings ein sehr langer Prozess werden. Ich denke mal, die nächsten Jahre können wir dieses übersichtliche Schaubild hier so lassen, wie es ist. Ja, fachlich gesehen wird auch zu diesen unwahrscheinlichen Positionen der Begriff Incerta sedis gewählt. Aus dem Lateinischen kommt so viel bedeutend wie unsicherer Sitz. Was natürlich auch Sinn macht, wenn man nicht genau weiß, dass die dahin gehören. Und auch die hier abgebildeten Gruppen werden auch mit Incerta sedis bei den Eukaryoten geführt, weil halt aktuell die Meinung so ist, dass diese wohl am ehesten wirklich Untergruppen davon sind. Aber wie gesagt, das kann sich alles noch ändern. Gut, kommen wir damit zu den Amorphea. Diese Untergruppe der Eukaryoten hat einen festen Sitz. Wir haben es ja vorhin zu sehen, es war kein gestrichelter Pfeil. Allerdings haben sie noch keinen eigenständigen Rang. Man weiß also nicht quasi, in welcher Ebene die den Eukaryoten zugehören, aber man kann genau sagen, sie sind definitiv den Eukaryoten zugehörig. Und das Interessante an Amorphea ist, dass es sich bei ihnen um eine Kronengruppe handelt, was so viel bedeutet, wie das an ihrer Anfangsposition, die in Fachkreisen Klade genannt wird, hier unten an dem Punkt AB dargestellt, dass da der letzte noch existierende Vorfahr aller Gruppen, die sie umfasst, steht. Alle anderen Gruppen, die in der Taxonomie über ihr stehen,
sind ausgestorben und werden daher als Stammgruppe bezeichnet. Zusammen ergeben sie dann die Parngruppe, die auch im Englischen Total Group genannt wird. Das heißt also, wenn wir uns jetzt mal das Schaubild hier anschauen, bleiben wir im blauen Bereich, für den roten ist es identisch. Wir haben irgendwann mal Organismus gehabt, der hat sich in zwei verschiedene geteilt und die haben sich wiederum auch in verschiedene Arten unterteilt. Und man hat das jetzt quasi in unsere taxonomische System geordnet und hat dabei festgestellt, oben in dunkelblau, also quasi die entfernten Verwandten, die heute noch leben, sind die Kron-Gruppe, denn sie alle gehen auf den Vorfahren A zurück. Und zwischen diesen und dem Vorfahren A liegen halt noch einige ausgestorbene Arten, die es heute nicht mehr gibt, aber von denen unsere Kron-Gruppe abstammt. Und das ist dann die Stammgruppe. Und zusammen ergeben sie die Totalgruppe, also die Pangruppe. Für B hier in Rot dargestellt ist es quasi dasselbe. Das Verhältnis ist in dem Fall nur ein anderes. Der Name der Amorphae beschreibt ihr gemeinsames Merkmal, was zu einem Taxon werden lässt, und zwar, dass diese Gruppe ohne Form ist. Das heißt, die Zellen sind gestaltlos, sie können ihre Form quasi immer variieren. Zudem verfügen die meisten Vertreter über eine Geißel an ihren Zellen. Allerdings muss man hierbei aufpassen, das kann schnell zu falschen Rückschlüssen führen. Links abgebildet haben wir zum Beispiel die Amöbe, die zu den Amorphae zählt, denn sie ist gestaltlos. Allerdings hat sie gar keine Geißel, das könnte uns also zu einem falschen Rückschluss führen. Rechts dagegen haben wir E. coli mit rot gefärbter Geißel, sieht also in der Regel so aus, als wäre die zu den Amorphae zählend. Allerdings, da es sich hierbei um den Prokaryoten handelt und allgemein nicht gestaltlos ist, da deswegen kann man den E. coli nicht dazu zählen. Die nächste große Gruppe, die sich bei den Eukaryoten untergliedert, ist Diaphoreticis. Und diese Untergruppe ist ebenfalls eine Krongruppe. Und zu dieser zählen alle Pflanzen ebenso wie große Einzeller, und zwar Protisten. Sie haben auch keinen eigenständigen Rang und ihr typisches Merkmal ihrer Vertreter ist die Verschiedenheit bzw. die Vielfalt ihrer zellulären Eigenschaften und zellulären Prozesse, was sie deutlich von den Amorphae abgrenzt, denn diese halt sind halt dann doch eher eintönig, sage ich mal. Die nächste große Gruppe, die es zu unterscheiden gilt, sind die Excavata. Die bilden innerhalb der Eukaryoten eine Supergruppe oder auf Englisch Supergroup. Und das klingt jetzt total toll, aber es handelt sich dabei eigentlich nur um eine nicht näher bezeichnete Gruppe, die jedoch über allen anderen ihr untergeordneten Gruppen steht. Es ist quasi eine Obergruppe, dessen Rang man aktuell aber noch nicht kennt. Man weiß nur, aha, die muss wohl über irgendwas drüber stehen und es muss noch kleinere Gruppen geben. Typisches Merkmal oder typische Merkmale für die Excavata ist das Vorhandensein einer Geißel und einer ausgeprägten Zellmundgrube, die fachtypisch Cytostom genannt wird und zwar dort der sogenannte Excavata-Typ. Also man sieht, man hat sich hier Adjektivs benutzt und zwar vom Namen abgeleitet der Excavata. Und diese Zellmundgrube dient zur Nahrungsaufnahme, aus der sich dann auch der Name ableitet. Und ja, die Aufnahme ist wie bei den meisten Kleinstorganismen die sogenannte Phagozytose. Dabei wird quasi ein Nahrungspartikel einfach, sage ich mal, umschlungen und dadurch aufgenommen. Hier als Beispiel dargestellt, das ist Trichomonas vaginalis, ein parasitärer Vertreter der Excavata. Und hier sieht man eigentlich diese typischen Geißeln sowie auch diese deutlich hervorgehobene Zellmundgrube, über die die Nahrung aufgenommen wird. Bei der Phagozytose ist es halt erstmal so, dass sich da ein Nahrungspartikel irgendwo befindet und entweder nähert sich das Nahrungspartikel dem Zellmund oder der Organismus nähert sich mit dem Zellmund diesem Partikel. Dann wird der Mund, wie wir es bei uns auch kennen, geschlossen und dadurch befindet sich dann die Nahrung im Zellinneren und kann dort zersetzt werden. Ist natürlich in dem Punkt nicht mehr ganz mit uns vergleichen, weil es genannten Marken dort wird es bei uns zersetzt, aber vom Prinzip her ist der Ablauf der gleiche, nur dass halt quasi hier, dass so ein kleiner Organismus direkt quasi im Organismus aufgenommen wurde. Die nächste große Gruppe, um die wir uns hier kümmern müssen, sind die Cryptophytaceen. Dargestellt hier Rhodomonas salina. Und die Stellung dieser
gilt ebenfalls als unsicher, ihr wisst der Fachbegriff Encera sedis. Und alle Vertreter innerhalb ihrer Klasse sind einzellige Algen. Und das lässt sich bereits aus dem Namen herleiten, denn Krypto bedeutet ja so viel geheim oder verborgen. Und Phycion, das heißt eigentlich Alge. Das sind also hier quasi die geheim oder verborgenen Algen. Wichtig ist, für uns Biologen zumindest, dass dieser Organismus extrem interessant ist, wenn man sich um die Evolutionsentwicklung dreht. Denn alle bis auf die Gattung Gonimonas haben zwei Zellkerne, die aus einer verschiedenen Herkunft resultieren. Das heißt, unsere Zellen haben ja alle einen Zellkern und hier haben wir Zellen, die zwei Zellkerne haben und die nicht von derselben Herkunftsart zu stammen scheinen. Vermutet wurde hierbei, dass eine Art zweifache Durchführung der Endosymbiontentheorie stattgefunden hat. Nur mal kurz angerissen, da wurde halt versucht, von einem Organismus mit Zellkern ein anderer Organismus, der auch eventuell einen Zellkern hatte, aufzunehmen. Das hat aber in dem Fall vermute man nicht geklappt. Stattdessen kam es zu einer Symbiose und das fand quasi nochmal statt, wodurch man dann zwei Zellkerne hatte, was zu dem Kryptophyll 10 führte. Das ist allerdings nur eine Theorie. Für den genauen Vorgang möchte ich zu meiner Vorlesung Biologie 9 Zellatmung 1 Glykolyse und Dekarboxylierung raten. Dort findet man das genauer. Aber wichtig ist dabei, dass diese Klasse jetzt über vier verschiedene Genome verfügt. Und zwar über den Zellkern vom ersten Organismus, der hat ein eigenes Genom, der Zellkern vom zweiten Organismus, das ist das zweite, Mitochondrien haben sie auch und Mitochondrien DNA ist immer anders, damit drei. Und sie haben Plastiden, die wiederum eine andere Gensequenz aufweisen. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Organismus, der auf vier genetischen Strängen, sage ich mal, basiert. Die typischen Merkmale ist der sogenannte Periplast. Und das ist eigentlich eine aus Protein bestehende Zellhülle, Achtung, nicht Zellwand, ein großer Unterschied, in der einer Teil sich im Innern und der andere Teil außerhalb der Zellmembran befindet und diese damit umgibt. Wir müssen uns so vorstellen, hier in Rot dargestellt ist der Zellkern, dann das Zellplasma, was um diesen liegt. Gestrichelt hier ist der innere Periplast, dann kommt die Zellmembran und in hellblau, nochmal gestrichelt dann, ist der äußere Periplast, der sie umgibt. Zudem haben sie auch sogenannte Ejektosomen, die besser als Extrosomen benannt werden. Und das sind eigentlich zwei miteinander verbundene Spiralen, die in einer Art Zelleinstülpung unter Spannung stehen. Also wirklich wie zwei gespannte Federn, muss man sich das vorstellen. Und wenn jetzt ein Reiz, zum Beispiel Druck oder die Veränderung des pH-Wertes oder ansteigendes Licht quasi stattfindet und auf die Membran einwirkt, dann öffnet sich die Membraneinstülpung und dadurch tut die unter Spannung stehende Spirale sich lösen. Wirklichkeitsvergleich wie eine Sprungfeder, die man zwischen den Fingern spannt und wieder schnipsen lässt. Und durch diese Spannungskraft, die da freigesetzt wird, wird das Innere der Zelleinstülpung nach außen gestülpt. Was natürlich dann, wir kennen ja die Newtons Gesetze, zu Schub in Form von einem Rückstoß führt. Denn wenn eine Sache eine Kraft in eine Richtung entfaltet, muss eine gegenüberliegende Kraft an derselben Stelle entstehen. Und in dem Fall ist das hier der dadurch entstehende Rückschub. Wichtig dabei, evolutiv betrachtet, ist, dass sich der Organismus damit extrem schnell aus Gefahrsituationen befreien kann, weil er quasi spontan diesen Schub hat, wie eine Art kleiner Nachbrenner, der auf Druck basiert. Das ist natürlich ein evolutiver Vorteil gegenüber allen anderen Zellen, die es nicht entwickelt haben. Es ermöglicht halt zum Beispiel eine schnelle Flucht, theoretisch sogar ein schneller Angriff, aber auf diesem Mechanismus hier funktioniert das nicht so gut, weil wirklich, wenn jetzt, Beispiel nehmen wir jetzt an, die Lichtintensität steigt und es führt wirklich da zur Ausstoßung durch das Extrosom hier, dann ist das ja wahrscheinlich dann doch eher zur Flucht vor der einwirkenden Lichtintensität, die eventuell die Zelle austrocknen könnte. Drittes wichtiges Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus sogenannten Phycobilisomen genannten Lichtsammelkomplexen gewinnen, also eine Art der Photosynthese betreiben. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass diese Phycobilisomen auch bei Rotalgen und Cyanobakterien vorliegen.
Aber hier gibt es die Besonderheit, dass bei den Kryptophyzen nur der Farbstoff Pykoketrin erhalten geblieben ist. Und der kann nur rotes Licht absorbieren. Bei den anderen haben wir immer eine Kombination aus roten und blauen und in der Regel mindestens drei davon. Jetzt wird man aber, wenn man forscht, feststellen, oh Moment, aktuell haben die ja nicht nur rote. Was daran liegt, dass sich aus diesen einen übrig gebliebenen roten im Laufe der Evolution sieben verschiedene Typen gebildet haben. Und von denen sind wiederum vier blau und deshalb Phycyanine genannt werden, von Cyan, blau natürlich, und blaues Licht absorbieren können. Das heißt, wenn wir es mal sehr vereinfacht ausdrücken, macht man eine praktische Untersuchung, wird man feststellen, aha, beide können Rot und Blau absorbieren, nur der Grund ist hier ein anderer. Hier haben sich quasi, ja, rückgebildet kann man es nicht nennen, evolutiv darf sich ja quasi nichts in dem Sinne zurückbilden, aber die Blauen sind verloren gegangen, es blieben die Roten übrig und diese wiederum haben sich der Umwelt erneut angepasst und wieder Blaue dabei ausgebildet. Und das nennt man konvergente Evolution, wenn sich ein Merkmal, was eigentlich schon bereits existierte, nochmal ausgebildet wird, nur unter halt einem anderen Entwicklungspfad, sage ich mal. Damit kommen wir dann auch zur nächsten Gruppe, den Centrohelida. Ja, hier lässt sich der Name relativ schnell ableiten. Vorher wollen wir aber erstmal sagen, dass auch hier die Stellung wieder unsicher ist. Und wenn wir wieder zu den Namen zurückkommen, haben wir ja Centro oder Centra, was ja so viel wie Mitte bedeutet. Und Helida leitet sich ja von Helios ab, was so viel wie Sonne bedeutet. Und damit kann man sie eigentlich übersetzen mit mittige Sonne. Und das beschreibt auch wieder wunderbar ihr Aussehen, wenn man mal das Bild hier anschaut. Man hat ja da quasi eine mittige Zelle mit einem zentralen Mikrotubulus, also einen Zellmuskel. Und davon abgehen strahlenförmige Axopodien, das sind kleine Scheinfüßchen, die nach außen gehen und zum Fang von Nahrung und der Fortbewegung dienen. Und gerade durch dieses Aussehen, dass in der Mitte quasi ein Kern ist und dann gehen diese Axopodien strahlenförmig ab, wirkt es halt wie eine Sonne. Anders ist es bei der nächsten Gruppe, den Haptophyta. Auch deren Stellung ist nach wie vor unsicher, weshalb sie aktuell keinen taxonomischen Rang aufweisen. Und bei ihnen handelt es sich um einzellige Algen, die gelbe, gelbbraune oder braune Chloroplasten zur Photosynthese besitzen, also ein bisschen anders sind als die der Pflanzen. Die Zellen sind nach außen mit Schuppen aus Polysacchariden, meist Zellulose, besetzt. Das gibt noch ein bisschen mehr Sicherheit. Wichtig ist auch, dass die meisten Vertreter über zwei gleichlange Geißeln verfügen. Der Fachbegriff hierfür sind die sogenannten Isokontengeißeln. Sie sind halt gleich lang, was ein gemeinsames Merkmal mit den Heterokonta ist. Die haben nämlich auch gleich lange Geißeln. Das ist natürlich jetzt erstmal bi in puncto Biodiversität und Taxonomie gesehen schlecht, denn es hilft uns nicht, sie voneinander zu trennen. Allerdings, das ist das Wichtige, unterscheidet sich der Aufbau dieser Geißeln, wodurch jetzt Unterscheidungsmerkmale hinzukommen. Bei den Haptophyta, diese Geißeln, die sind beschuppt. Und sie haben keine geschwollene Basis. Sie sind also quasi so wirklich wie dran getackert oder mit einer Nadel reingepikst. Bei den Heterokonta hingegen, die haben keine Schuppen, sondern Flimmerhärchen, sind also, wie man so schön sagt, besaumt. Und die Basis ist vor allem geschwollen. Es ist also nicht so wie, als hätte man mit einer Nadel reingepikst oder es selbst reingepikst, sondern hätte man ein Stückchen, sag ich mal, übertrieben Leim dran gemacht und es dran geklebt, wodurch es dicker wirkt. Das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Allerdings ganz wichtig ist das namensgebende Haptonema der Gruppe der Haptophyta. Und dieses Haptonema ist eine Art dritte Geißel, obwohl es keine richtige Geißel ist. Es weist allerdings 6 bis 7 Mikrotubuli auf und dient dazu, sich an Oberflächen anzuheften, ähnlich wie ein Klettverschluss. Und die Heterokonta haben das nicht. Das heißt, wenn man in einem Mikroskop beide betrachten täte, würde dabei einer denken, hey, hat die etwa drei Geißeln, dann wird das wahrscheinlich eher Haptophyta sein, wobei die dritte Geißel dann eher das Haptonema ist. Die nächste Gruppe ist Telonemia. Das ist ein Stamm von einzelligen Prädatoren, also Fachbegriff für Räubern.
Die kommen weltweit vor und ernähren sich heterotroph, gut, als Prädatoren macht das Sinn, von vielen verschiedenen Bakterien und von Phytoplankton. Phytoplankton, kleiner Fachbegriff wieder, das sind pflanzliche Kleinstlebewesen im Wasser. Die Vertreter der Chelonemia sind weitestgehend unerforscht und daher lassen sich dazu auch kaum genaue Angaben machen. Ihre taxonomische Abgrenzung beruht allein auf genetischen Unterschieden, die von Salchian, Tabrizi und anderen 2006 beschrieben wurden. Ach ja, et al. Heißt und anderen, das ist auch ein fachliches Kürzel. Und bedeutet so viel wie und andere. Wird halt immer dann verwendet, wenn nicht alle Urheber oder Forscher, Autoren, wer auch immer angegeben werden sollen oder genannt werden können, weil es so viele sind. Zum Beispiel, wenn das ein großes Forschungsteam ist, da gibt man der Literatur nicht zwingend immer alle an, sondern quasi den Federführenden. Der Rest ist dann et al. Ja, die neunte Gruppe ist Camara. Die hat nur einen einzigen Vertreter, und zwar die Art Camaralens. Auch interessant hier vielleicht für die es interessiert, warum habe ich das diagonal geschrieben, also kursiv? Das liegt daran, immer wenn man eine Art schreibt, quasi die niedrigste taxonomische Stufe, wo es nicht weitergeht, macht man das in der Regel diagonal, schrägstrich kursiv. Und Camaralens ist bislang kaum erforscht, obwohl er eigentlich schon seit 1773 bekannt ist, weshalb die Stellung mittlerweile als unsicher gilt. Man weiß, es soll ein Saprobiont bzw. eine Saprophage sein, da er sich heterotroph ernährt, oder genauer gesagt saprotroph ernährt, was so viel bedeutet wie von totem Gewebe, und in diesem kommt er auch vor und kann gefunden werden. Die zehnte Gruppe, der wir uns heute widmen, ist Picozoa. Der wurde erstmalig 2013 eingeführt und kommt weltweit vor und macht einen Großteil des Phytoplanktons, also des pflanzlichen Planktons im Meer aus. Der Name lässt sich relativ frei übersetzen mit winzige Tiere, weil Pico halt klein, Zoa ist das Tier. Und die Vertreter dieses Taxons sind Protisten, also Einzeller, die auf den ersten Blick Algen ähneln. Unterschied zu diesen ist allerdings, dass sie sich nicht autotroph ernähren, also keine Photosynthese betreiben, denn sie haben gar keine Plastiden, mit denen sie es machen könnten, die aber zwingende Voraussetzung dafür sind. Und ja, da haben Wissenschaftler den logischen Schluss gezogen, die werden sich wohl heterotroph ernähren müssen, sprich, sie werden andere Organismen verzehren. Und ihre eigene Stellung als ein Stamm beruht wieder mal rein auf genetischer Überprüfung der 18S-R-RNS, da diese Unterschiede aufwies. Das heißt, wir haben hier wieder einen genetischen Unterschied, der einfach nur sagt, okay, das Genom ist so verschieden, das muss eine andere Gruppe sein. Hinzu kommt halt noch diese andere Ernährung, das ist aber in der Regel kein maßgebliches Merkmal. Okay, damit sind wir mit der Theorie durch. Versuchen wir das, was wir gerade gelernt haben, mal umzusetzen. Genauer gesagt, ihr versucht das jetzt. Ich habe es ja euch quasi jetzt gerade offenbart. Und dazu habe ich wieder ein paar schöne Übungen ausgedacht. Am besten, ihr pausiert das Video an der Stelle, nehmt euch Stift und Papier oder irgendwas anderes zur Hand und versucht die Aufgaben zu lösen. Ich springe natürlich schon zur Lösung und dann vergleichen wir mal und schauen, was rauskommt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Diesmal brauche ich nur drei Folien, ist also recht sparsam diesmal. Erstens war, nenne die drei sicheren taxonomischen Untergruppen der Eukaryoten. Das sollte relativ einfach sein: die Amorphea, die Diaphoretikes und Excavata, die anderen waren unsicher. Incerta sedis. Das dann ja auch quasi schon passend zur nächsten Aufgabe. Nenne drei der sechs unsicheren taxonomischen Untergruppen der Eukaryoten. Gut, wenn man jetzt die drei oben richtig hatte, hat man 50 Chance zu raten. Das wären als Auswahl, drei davon hättet ihr stehen haben müssen: Chelonemia, Centrohelida, Cryptophyceae, Picozoa, Camara und Haptophyta. Drittens. Erläutert den Begriff Krongruppe und wie hängt diese mit einer Pan- und einer Stammgruppe zusammen? Das war schon ein bisschen schwerer. Die richtige Antwort wäre, bei einer Krongruppe handelt es sich um eine Gruppe, an deren Klade, also Anfangsposition, der letzte noch existierende Vorfahr aller Gruppen, die sie umfasst, steht. Das heißt, sie existieren noch und in einem Punkt war der letzte Vorfahr. Alle anderen Gruppen, die in der Taxonomie über ihr stehen, also zwischen ihnen und der allerersten Vorfahr, sind ausgestorben und bilden die Stammgruppe.
Nimmt man jetzt die Kron- und die Stammgruppe zusammen, dann haben wir die Parengruppe und ja, die umfasst halt beide und das ist die Lösung. Viertens, beschrifte die Bauteile der rechts abgebildeten Zelle. Für welche Gruppe ist dieser Zellaufbau typisch? Ja, da erinnern wir uns doch an irgendwas mit Zellmembran und sowas, ne? Genau, das Rote ist der Zellkern. Im Dunkelblau das Zellplasma. Die erste gestrichelte innere Linie ist der innere Periplast. Dann kommt die Zellmembran und danach der äußere Periplast. Und typisch ist das natürlich für die Gruppe der Kryptophyzen. Fünftens. Skizziere das Aussehen der Vertreter der Gruppe der Centrohelida und erkläre, warum dieses für sie namensgebend ist. Ja, hier ist man im Vorteil, wenn man sich aus dem Lateinischen ein bisschen herleiten kann. Der Name bedeutet ja wörtlich übersetzt mittige Sonne, von Centro die Mitte, Helios Sonne. Und ja, das passt passend zu ihrem Aufbau, denn man hat hier einen mittig gelegenen Zellkern, von dem strahlenförmig Pseudopodien abgehen und dadurch sieht es halt aus wie eine Sonne. Was der Grund wiederum dafür ist, warum ihr Name Erscheinungsbild namensgebend ist. Und sechstens, füge den folgenden Fachbegriffen links die zutreffenden Aussagen rechts zu. Ich habe das hier mal farbig gemacht, damit es ein bisschen schöner wird. Ava incerta sedis, das ist der unsichere Sitz. B, da war was ein Exosom. Da gehört hin, ist ein typisches Merkmal der Kryptophyzen. C, saprotroph, das heißt, die Nahrungsquelle ist totes Gewebe. D is et al. Wird halt dann verwendet, wenn nicht alle Autoren genannt sind. E war isokont, was so viel wie gleichlang bedeutet. Und als letztes war haptonyma. Das bedeutet also, es ähnelt einer Flagelle und dient zum Anheften. Ja, damit sind wir mit der zweiten Vorlesung zur Biodiversität soweit durch, haben uns jetzt komplett um die Eukaryoten gekümmert, haben jetzt also quasi das große Spektrum aller, ja, ich sag mal, der populären Organismen abgedacht. Ihr seht, wir befinden uns aktuell mehr oder weniger auf genetischer oder zellulärer Ebene. Aber je mehr wir uns den kleineren Gruppen widmen, also je mehr wir quasi den Evolutionsbaum nach oben klettern und nach den letzten Zweigen greifen, desto makroskopischer, also desto offensichtlicher werden die Merkmale, die dann nicht mehr auf zellulärer Ebene sind, sondern wirklich in verschiedenen Körperbau oder ähnlichen resultieren. Das werden wir allerdings erst in vielen, vielen weiteren Vorlesungen sehen, denn der Weg zur Schöpfung vom Urschleim ist lang. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich ein schönes Wochenende. Hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch oder eine gute Bewertung freuen. Auch Lob, Anregung, Kritik sind gerne willkommen. Und ja, dann sage ich mal Tschüss.